Fußballtrainer und Taktikfuchs Lars Lese erklärt den KSDA-TV-Zuschauern die Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2012. Heute im Fokus Portugal. Die Portugiesen haben sich als Gruppenzweiter hinter Dänemark qualifiziert. Sie sind als Favorit in die Gruppe gegangen, sind aber dann mit Ach und Krach über die Qualifikation zur Europameisterschaft gerutscht. Die Stärken der Portugiesen liegen in den individuellen Fähigkeiten. Alle Spieler spielen bei großen Vereinen in Europa. Sie haben sehr, sehr gute Standardsituationen, die sie spielen können. Ronaldo ist bekannt dafür. Mit Freistößen und Ecken sind sie sehr gefährlich. Aber ihre Stärken werden ihnen auch gleichzeitig zum Verhängnis. Nämlich, da sind wir auch schon bei den Schwächen, sie sind manchmal zu verspielt und sie lassen den Gegner immer wieder rankommen. Die Portugiesen spielen mit einer Viererkette, drei Sechsern, die sowohl defensiv als auch offensiv agieren können, und drei offensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern bzw. Stürmer, Ronaldo, Nani und hier eventuell Almeida. Die Deutschen dagegen in dem von Löw etablierten System ein 4-2-3-1, das heißt die Viererkette, dann mit den beiden Sechsern, wahrscheinlich Schweinsteiger und Khedira, die drei offensiven Mittelfeldspieler, hier unser Poldi aus Köln oder jetzt Arsenal und vorne dann ein Stoßstürmer. Das ist das System, was sich unter Löw die letzten Jahre etabliert hat und mit dem wir sehr, sehr attraktiven Fußball gesehen haben. Sicherlich gilt es, Ronaldo auszuschalten. Sie versuchen, Ronaldo immer ins Spiel zu bringen, indem sie aus den Positionen hier oder sogar von hier den Ball auf die linke Außenbahn spielen. Ronaldo, der Rechtsfuß ist, wird dann versuchen, mit dem ersten Kontakt schon nach innen zu ziehen und dort mit seinem starken rechten Fuß seine Schussgewalt spielen zu lassen. Und deswegen gilt es sicherlich, ihn auch aus dem Spiel zu nehmen. Wie macht man das als deutsche Mannschaft? Indem man den Sechser frühzeitig auf die Seite positioniert. Sobald der Ball gespielt wird, muss der Sechser rausschieben. Man muss aber trotzdem noch darauf achten, dass in dem System, was die Portugiesen spielen, sicherlich noch Contrao wahrscheinlich oder der linke Sechser auch noch mit rausschieben können, sodass man da sehr, sehr aufmerksam sein muss und auch der offensive rechte Außenbahnspieler der Deutschen, voraussichtlich Müller, auch hier und da nach hinten mitarbeiten muss. Das Offensivspiel der Deutschen ergibt sich nahezu aus dem Offensivspiel der Portugiesen. Die Deutschen bei der WM 2010 haben ausschließlich Kontertore aus der schnellen Umschaltbewegung erzielt. Und somit wird da auch eine Riesenchance drin liegen, die Portugiesen dann kalt zu erwischen. Nämlich, wenn sie hier auf dieser Seite offensiv agieren, die Balleroberungszone der Deutschen hier sein wird und der Ball hier gewonnen wird, wird der erste Pass sicherlich nach vorne gespielt und dann läuft die deutsche Angriffsmaschinerie, indem man dann versucht, den Özil freizuspielen. Müller wird sich tief lösen und auf der linken Seite voraussichtlich Podolski dann sich freilaufen, sodass man die Möglichkeit hat, Tore zu erzielen, wie man sie in den letzten Turnieren und in den Qualifikationsspielen auch sehr, sehr häufig gesehen hat, indem man hier Tiefe gewinnt, dann den Querpass und dann wird von hier der Ball nahezu einfach nur reingedrückt. In der Zeit rücken alle deutschen Spieler nach, sodass man dann auch wieder in der Lage ist, Gegendruck aufzubauen. Und deswegen bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass die deutsche Nationalmannschaft das Spiel gegen Portugal, das Eröffnungsspiel, gewinnen wird.